Wusstet ihr, dass es in Pokémon Kombinationsattacken gibt, wodurch eine Attacke durch andere Attacken beeinflusst wird? Nicht? Das liegt vermutlich daran, dass Kombinationsattacken ihr vollstes Potenzial erst in Doppelkämpfen entfalten können. Deswegen schauen wir uns in diesem Video die Säulenattacken an, welche bis zur einschließlich 6. Generation nur die Starter-Pokémon des passenden Typs erlernen können. Pflanzensäulen, Feuersäulen und Wassersäulen. Kombiniert man die Attacken untereinander, entsteht dabei eine Attacke, welche eine Stärke von 150 hat. Welcher Typ die Attacke hat, hängt von der Kombination ab. Außerdem bekommt man bei jeder Kombination einen netten Zusatzeffekt. Kombiniert man Pflanzensäulen mit Feuersäulen, kriegt der Gegner eine Attacke von Typ Feuer ab, welche 150 Stärke hat. Zusätzlich bekommen alle gegnerischen Nicht-Feuer-Pokémon 4 Runden lang 1/8 Schaden pro Runde. Kombiniert man Feuersäulen mit Wassersäulen, entsteht daraus eine Attacke von Typ Wasser mit ebenfalls 150 Stärke. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit von Zusatzeffekten 4 Runden lang erhöht. Zu guter Letzt gibt es noch die Kombination aus Wassersäulen und Pflanzensäulen. Hier draus entsteht eine Attacke von Typ Pflanze mit 150 Stärke und den netten Zusatzeffekt, dass die Initiative der Gegner-Pokémon für 4 Runden lang um 75% sinkt. Wir schauen uns das Ganze mal in der Praxis an. Sollte euch diese Art von Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. So, meine Damen und Herren, und das hier wäre das Team dazu, ja? Wir haben Quajutsu mit Wassersäulen, Gortrom mit Pflanzensäulen und Glurak mit den Feuersäulen. Das sind meine auserwählten Starter mit den Säulenattacken. Ich habe mich für Quajutsu unter anderem entschieden, weil Quajutsu der schnellste Wasserstarter ist. Und die Kombi-Attacke aus Wassersäulen und Pflanzensäulen ist meiner Meinung nach das Stärkste, ja? Deswegen Wassersäulen, Pflanzensäulen werde ich vermutlich am meisten bringen. Die Kombination sorgt ja dafür, dass der Initiativwert der gegnerischen Pokémon 4 Runden lang um 75% sinkt. Und da ich keine Lust habe, einen Walschall dafür zu verschwenden, weil in Runde 2 möchte man schon ja, flexibler agieren und nicht auf Walschall, Wassersäulen gelockt sein, habe ich mich für den Fokusgurt und Terra Geist entschieden. Dass wir auf jeden Fall die Wassersäulen rausbekommen, unabhängig davon, ob da ein Mogelhieb-Nutzer auf der gegnerischen Seite steht oder nicht. Gortrom ist eh ein sehr stabiles Mon aktuell in der Meta, deswegen gar keine Kopfschmerzen bei denen. Wir spielen die Offensivweste, Mogelhieb, Holzhammer, Pflanzensäulen und Frustdampfer, Terra-Typ Gift, damit wir einmaligen Nahkampf sehr gut abfangen und Feenattacken. So, ne, darauf haben wir nicht so viel Lust. Als Feuerstarter habe ich mich für Glurak entschieden, einfach weil Erdbeben-Immunität zu haben, ist schon doch sehr wichtig, wie ich finde, weil sonst nimmt uns sowas wie Osaluna mit Erdbeben einfach komplett hops. Wir spielen Hitzewelle, Feuersäulen, Orkan, Schutzschild, Tarnumhang, falls wir Pflanzensäulen und Feuersäulen spielen möchten, weil die Kombination ist eigentlich ganz gut gegen Bizarro-Raum-Teams, weil unser Matchup gegen Bizarro-Raum-Teams ist jetzt nicht sonderlich gut, muss ich gestehen. Deswegen gegen Bizarro-Raum-Teams zocken wir eher die Kombination aus Pflanzensäulen und Feuersäulen, um den Gegner regelmäßig halt diese 1/8 Schaden reinzudrücken. Und damit wir das rausbekommen, spielen wir halt den Tarnumhang, damit wir keinen Mogelhieb Lynch kassieren, etc. pp. Zu der rechten Seite komme ich auch gleich, aber erstmal switchen wir rüber auf Pokémon Showdown, weil dort seht ihr nochmal die EVs. Ansonsten den Leihcode, den seht ihr oben rechts, packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung und die Poképaste mit allen EVs. So, zu Quajutsu habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt. Neben den Wassersäulen spielen wir noch Finsteraura und Eissturm. Eissturm ganz cool für die Speed Control, weil wir beide Gegner treffen und die Initiative der beiden Gegner dann um eine Stufe sinkt. Da wir den Fokus gut tragen, können wir alles in die Initiative packen, alles in Spezialangriff. Und genau, gib ihn. Weiter geht's mit Gortrom. Der ist so ausgelegt, dass wir ein Pilipper, was Full Initiative ist, mäßiges Wesen outspeeden. Also, dass wir trotzdem schneller sind als ein Pilipper mit Full Initiativ-EVs mit mäßigen Wesen. Spielen die meisten, wenn sie scheues Wesen Pilipper spielen, okay, scheiße, aber ich sag, die Situation wird, keine Ahnung, einmal in 100, 200 Kämpfen vorkommen, kann ich mir im Echtzeit nicht vorstellen. Ansonsten tanken wir einen Eiskreisel von Baojian, müsste das sein, ja, und den Rest halt in Angriff und Spezialverteidigung.
Mogelhieb, Holzhammer, Pflanzen sollen Frustdampf, habe ich ja schon bereits gesagt. Offensivreste, einfach damit wir maximal gut überleben. Und genau, Glurak auch, Full Initiative, Full Spezialangriff. Der soll halt auch einfach nur Schaden austeilen und die Säulenkombi rausbekommen. So, ne, mehr ist es bei dem auch nicht. Okay, die anderen drei Pokémon sind die Pokémon, die diese Zusatzeffekte richtig, richtig ausnutzen möchten. Wir haben zum einen Walband Wulauzu in seiner Unlichtform mit Terra-Typ Unlicht. Dieses Wulauzu one-shottet mit Terra-Typ Unlicht jedes Hutsasa. Außer, die sind wirklich Full KP und Full physische Verteidigung. Aber das sind die wenigsten. Ja, die meisten Hutsasas sind so Mixed-Verteidigung aufgebaut. Was war das für ein deutscher Satz? Also haben ein bisschen Verteidigungs-EVs, aber auch ein bisschen Spezialverteidigungs-EVs. Und die one-shotten wir alle mit einem Terra, Unlicht, Walband, Finstertreffer. Und wenn wir die Säulenkombination oben haben, dass der Initiativwert des Gegners um 75% sinkt, nee, wir schalten alles mit diesem Wulauzu aus. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, ob das in der Praxis auch so ist. Ansonsten, sehr, sehr starker Spezialangreifer ist noch Voltolos in der Tiergeistform. Wir haben 145 Spezialangriff, meine Damen und Herren. Wir tragen auch den Lebenorb, Donnerorkan, Terra-Ausbruch mit Terra-Typ Flug, macht auch unfairen Schaden, ist halt quasi Dragoran nur als spezieller Attacker. Matschbombe für die Coverage und Schutzschild. Generell war mir doch Schutzschild etwas wichtig, einfach für Bizarro-Rom-Matchup. Ja, ich spiele mir zum Beispiel auch Schutzschild, dass wir da die Option haben, das Out zu stallen. Zu guter Letzt, Flatterhaar spielen wir so, dass wir den Spezialangriffsboost bekommen mit der Energiekapsel. Ich habe über Wahlbrille nachgedacht, aber es kann sein, dass wir den sehr, sehr früh reinschmeißen müssen und da möchte ich mich ungern schon auf eine Attacke locken. Deswegen eher den Booster Energy Boost, dass wir einen Spezialangriffsboost bekommen. Nicht ganz so viel Schaden austeilen wie mit Wahlbrille, dennoch viel, aber dass wir trotzdem noch die Freiheit haben zwischen Feen und Geistattacken rumzuwechseln plus Schutzschild. Ja, das war mir auch sehr, sehr wichtig. Mondgewalt, Zauberschein, Spukball und Terra-Typ P. Das sollte passen für die meisten Mons, vor allem, weil wir ja noch hier die beiden nebenan haben, bestenfalls, oder noch einer von den Startern. Genau, ja, das ist das Team. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das so jetzt auf der Ladder funktioniert. So, wir sehen kein Bizarro-Raum, aber Osaluna. Boah, sag jetzt nicht, das ist so ein Rückenwind-Osaluna-Team. Das wäre lustig. Aber okay, da wir keinen Bizarro-Raum sehen, können wir eigentlich mit Pflanzensäulen und Wassersäulen leaden. Und kümmern uns um den Initiativwert des Gegners. Wir möchten auf jeden Fall Wulauzu mitnehmen, weil er mit Finstertreffer einfach alles klein schlägt. Und Glurak ist eigentlich auch ganz okay, weil er mit Hitzewelle Kladimperio knallt, Baujian knallt. Das können wir machen. Der sich nicht so. Ne, ist schon Glurak. Es ist schon Glurak. Ja, mit den Vieren können wir starten. Und ich bin echt gespannt. Also, wie bereits gesagt, meiner Meinung nach die Kombination aus Pflanzensäulen und Wassersäulen, das mit dem Initiativwert, ist das stärkste. Ja, die stärkste Kombination. Danach kommt Pflanzensäulen mit Feuersäulen. Und das mit dem 1/8 Schaden. Und das schwächste, meiner Meinung nach, ist das mit den Zusatzeffekten, sprich Wasser und Feuer. Das werden wir wahrscheinlich kaum bis gar nicht sehen. Judy, ich bin echt gespannt. Ja, also, man muss fair bleiben. Das Team ist halt wirklich eher ein Fun-Team, ja. Also, erwartet nicht, dass ihr plötzlich alles hier kurz und klein schlägt. Das wird nicht passieren. Es ist wirklich nur ein Spaß-Team. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich die ein oder andere Niederlage einfach so kassieren. Okay, ja. Okay. Wird da hier Schutzschild drücken mit Baujian? Ich meine, Mogeltyp ist ja offensichtlich. Ich glaube, wir gehen einfach auf den da. Möchte ich hier Terran? Terra Gift? Hm.
Nee, ich sag mit Bulla Uf, so einfach, wenn alles kurz und klein schallern ist. Nein! Was habe ich gedrückt? Ich habe Fruststampfer, glaube ich, gedrückt. Oder habe ich Fruststampfer? Ich habe Fruststampfer gedrückt, oder? Bin ich so talentfrei? Nein! Nein! Ich habe nur sehr effektiv gelesen, Mann. Nein, das wäre aufgegangen! Es wäre alles aufgegangen! Ich bin so schlecht! Es wäre so aufgegangen! Boah, lebe ich den Terra-Ausbruch? Ich könnte. Ja. Satz mit X, das war wohl nix. Habe ich ja sehr gut gemacht. Na gut. Mann, es wäre so gut aufgegangen. Ja, Finstertreffer ballert halt den linken Slot komplett weg. Wir gehen auf Eissturm, Terra. Ja, müssen wir ja machen so. Ne? Jetzt müssen wir ja richtig, richtig Druck aufbauen. Sanktoklinge, wäre doof. Aber ey, vielleicht schafft es ja Bulla-Uzu hier noch ein Comeback zu starten. Ja, Gegner überlegt. Mann, ich ärgere mich gerade hart. Ich ärgere mich gerade sowas von hart. Aber wir sind ja mit Bulla-Uzu schneller als Gladimperio. Ja. Schwierige Kiste. Okay. Da kommt die Sancto-Klinge, ne? Der Siegeswille ist ja egal, der stirbt ja. So. Aber ich glaube, die Sancto-Klinge wird mich einfach rausnehmen. Und das stört mich sehr. Okay, Glurak, schaffst du noch irgendwie ein Comeback? Tut das ja. Okay. Eissturm, Hitzewelle, I guess. Das ist Wasser, Bulla-Uzu, ne? Ja. Oh, Hitzewelle wird niemals reichen. Die Pilzspore wird nervig werden. Wen verfehle ich? Natürlich. Natürlich, Wutzasa. Natürlich Hutzasa. Dann gehe ich jetzt auf den Orkan. Okay. Boah. Bin ich schneller? Der hat noch was abbekommen. Der hat einen Eissturm abbekommen. Glurak trifft einen Orkan. Ja. Der ist weg. Okay. Okay. Vielleicht holen wir das tatsächlich noch. Vielleicht holen wir das irgendwie noch. Da kommt Qianpao. Ja, Baojia. Wir tragen halt immer noch den Fokusgurt, ne? Das ist Eissturm. Boah, jetzt dieser Orkan-Hit wäre schon wichtig, bin ich ehrlich.
Hitzewelle. Aber Hitzewelle könnte auch Dinge. Ah, ich weiß nicht, ob Hitzewelle reicht. Ich sagte, es ist Hitzewelle. Vielleicht Eichblätter, okay. Boah. Okay, Qualzu ist aufgewacht. Eichsturm trifft beide. Baojian ist tot. Okay. Ja, das ist egal. Das ist egal. Als ob wir das noch holen. Fayutsu, du geile Sau, du stehst einfach wie eine Eins. Der trägt bis heute seinen Fokus gut. Ja, Finsteraura und Feuersäulen. Säulenteam ohne Säulen, meine Damen und Herren. That's my spirit. Wow. Vielleicht sind wir ja diesmal nicht ganz so talentfrei und ich sehe Bizarro-Raum. Ja, gegen Bizarro-Raum wollen wir... warte mal. Das war doch... Ja doch, das war das mit diesem Chip-Damage immer. Genau. Ja. Was machen wir dann? Der sieht gut aus. Vor allem, wir sollten ja schneller als Flatterhaar sein. Im Bizarro-Raum. Was ist mit meinem Flatterhaar? Ja. Hier haben wir Donnerorkan, Matschbombe, Terraflug drauf. Terraflug ist halt auch gar nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Aber Terrafee halt auch nicht so, ne? Oh. Und hier können wir... Boah, vielleicht kommen wir in Situationen, wo ich sage, ja, Mann, hier kommt eine Fassade und ich kann den reinwerfen, ne? Ich glaube, so Pivoting-mäßig, also, ne, was Wechseln angeht, könnte Flutter vielleicht noch ein bisschen besser sein. Auch wenn mir die fehlende Terraflug wehtun könnte. Aber okay, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie sich das Team gegen dieses Team schlägt. Ja, ansonsten, morgen ist ja Pokémon Presents um 15 Uhr deutsche Zeit. Ich glaube schon. Schauen wir uns, by the way, zusammen auf Twitch an. Ja, sprich, wenn ihr möchtet, schaut gerne vorbei. Link zu meinem Twitch in der Beschreibung. Würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Und genau. Ja. Wie funktioniert es eigentlich, wenn ich einen Mogelhieb abbekommen habe? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich sag, ich mach das mal einfach. Ach, verdammt. Okay, funktioniert es trotzdem? Nee, okay, schade. Dann halt nicht. Problem ist, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Donnerschlag. Ne? Ja. Ja, muss ja, ne? Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob dieser Chip Damage jetzt so wertvoll wird. Aber wir können gleich auch nochmal Schutz schillen. Im Gordrum steht da eigentlich ganz okay. Ja, da kommt der... Macht trotzdem bestimmt... Ja, wow, okay. Macht trotzdem Schaden. Das macht keinen Schaden. Okay. Ey, das war richtig guter Schaden und coole Animation. So viel Chip Damage ist es nicht, ne?
Also wir gehen auf jeden Fall auf Fruststampfer und ein Schutzschild. Ja, okay. Sprich, Eisenhand ist jetzt weg. Ah, warte mal. Lunargebiet ist stressig. Das reicht trotzdem. Okay. Coole Sache. Okay, cool. Kann es sein, dass Fußstamper verstärkt wird? Weil Gortrum hat ja nicht angegriffen und da stand ja Glurak setzt die Attacke ein. Ha! Heatran. Wir sind hier offensiv fest, der hat noch nicht geterrat. Er hat den Fruststampfer halt gesehen, ne? Er wird ja auf Hitzewelle gehen. Ja, was jetzt? Eine Hitzewelle reinwerfen ist jetzt gar nicht mein Passion. Ja. Vielleicht verfehlt er ja noch irgendwas. Bleibt halt immer noch spannend, ne? Er ist doof. Der Bizarro-Raum stresst, weil die Mond ballert die Mondgewalt. Ja. Nee, ich mach zu wenig. Beziehungsweise. Also das Grasfeld ist halt ein bisschen kontraproduktiv, ne? Mit diesem. Chip-Schaden. Ich kann hier doch nicht jetzt Schifu reinbringen. Bei Mondgewalt plus. Ja, nee, das ist Quatsch. Also ich muss hier ein Flatterhaar auf jeden Fall. Wie viele Pizarro-Raumrunden sind noch? Wenn es noch eine ist, überlege ich, Gortrum hier rauszuziehen. Es ist tatsächlich noch eine. Eine Hitzewelle werde ich ja wohl leben. Oder schutzschild ich hier? Oh, kommt da Osaluna? Ah, okay, gut. Ja, okay, das war. Ja, okay. Er hat er gut gemacht. Ja. Okay. Die Zauberraum ist aber vorbei. Darf ich hier Finstertreffer drücken? Nee. Das ist hier mal ein Nahkampf. Aber da kann er halt auch rauswechseln wie dann Cresselia, ne?
geht er hier raus in Cresselia. Ich glaube, ich muss das jetzt callen. Kann ich den eigentlich ignorieren? Weil per se, ich habe hier einen Holzhammer. Der schallert den immer eine rein. Weil das kann ich halt nur machen, dass es eine 1 gegen 1 Situation ist. Wie kriege ich diese 1 gegen 1 Situation? Ich glaube, ich versuch's. Oder das. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Okay, war ein Volltreffer. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Finstert? Ja. Okay, 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 okay. Es ist immer Finstertreffer und Mondgewalt in den Cresselia-Slot. Finstertreffer, Mondgewalt in den Cresselia-Slot, ja. Es ist ja mir scheißegal. Jawohl! Die Säulen, meine Damen und Herren! Die Säulen! Und wir haben gegen Bizarro-Raum bestanden. Das ist halt auch eine coole Sache. Nice, Alter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sprich, wir haben das jetzt mit dem Säulenteam. Ich glaube, jetzt ist Meisterwerkklasse, ne? Nachdem wir mit dem Silvaro-Team ein bisschen kassiert haben. Sollten das jetzt die beiden Wins gewesen sein, die uns jetzt endlich in die Meisterwerkklasse katapultieren. Dass es mit diesem Team geklappt hat, wundert mich, aber ich sag, ne? Nimmt man mit. Ich? Mit diesem Team kommt in die Meisterwahlklasse. Cool. By the way, falls euch interessiert, womit ich meine ganzen Kalks mache, also Berechnungen, um herauszufinden, okay, reicht diese Attacke, reicht sie nicht? Das ist ein Pokémon Damage Calculator. Frage ich euch auch in die Videobeschreibung. Ihr müsst halt Englisch können dafür. Und hier habe ich zum Beispiel gesehen, dass Vulausus Finstertreffer nicht gegen Osaluna reicht. Ja. Finstertreffer macht 67 bis 79. Deswegen, okay, hoffen, dass er da Schutzschild drückt oder in Cresselia rauswechselt, weil er Angst hat vor Nahkampf. Wobei, wenn er Angst hat vor Nahkampf, dann war ja Schutzschild eigentlich gar nicht sein Play. Egal. Ja, deswegen okay, machen wir das und Insta-Treffer ballert dann halt so Heatran weg, so, ne? Generell, Cresselia war halt noch da, deswegen war es, glaube ich, immer der Play, sich in Finstertreffer zu locken. Aber ihr seht, dieses Finstertreffer hat nicht gereicht, aber Nahkampf macht halt 144 bis 170, also das hat immer gereicht, so gegen Osaluna. Genau, ja. Alrighty, oh nee, ey. Habe ich überhaupt ein Matchup gegen Dressella und Körtel? Nee. Mogelhieb. Ja, Mogelhieb. Oh, Bizarro-Raum würde... Boah, ja, das ist halt Bizarro-Raum, ne? An sich muss ich wieder mit den beiden hier leben. Ha. Und dann ist halt die Frage, ob er sich traut, mit Dressella und Körtel zu ziehen, wenn er das sieht, okay, da ist ein Glurak. Also Fakt ist, das hat ja wunderbar funktioniert und der halt eigentlich auch so, ne? Also ich glaube, wir machen dieselben Vieren wieder. Aber ich möchte unbedingt noch Neos und Clayman zeigen, also Quajutsu und Gortrum. Hätte ich nicht diesen ersten Kampf da reingeschissen, First Turn, hätte ich es euch zeigen können. Aber ja, leider bin ich talentfrei, ne? Okay, schauen wir mal, ob wir wieder bestehen können gegen dieses Team. Aber Seller und Körtel, ich glaube, da muss ich direkt hoffen, dass da kein Terra Geist kommt. Ja. Weil Eruption schallert mich doch einfach gnadenlos weg. Nicht. Ja, das. Oh, das ist aber auch ungemütlich.
Bruder. Boah, da bin ich ehrlich, da wäre mir gerade ein Quajutsu viel, viel lieber. Oh. Muss ich hier Terran? Ich glaube schon. Terra, Frustdampfer hier rein. So. Ja. Nee. Also Mogi bringt mir, glaube ich, ja auch nichts. Ah, der könnte aber auch einfach Schutz schilden. Scheiße. Es ist hier across the board am Greifen, also Frustdampfer rechts und das da links. Oder Mugelhieb rechts, Orkan links. Das könnte ich natürlich auch machen. Oh ja, ich glaube schon. Also Mugelhieb hier, Orkan betender. Terra, weiß ich nicht, ob es ein bisschen zu früh ist. Ja, wir schauen mal. Okay. Wir treffen. Und machen sehr, sehr guten Schaden. Ach nein. Sag nicht, du bist... Junge. Ja, du bist Fluchtknopf, wa? Ja. Kommt jetzt Drizella? Ich sehe eine Möglichkeit. Ich sehe eine Möglichkeit. Dass das jetzt hier so rauskommt. Schade. Das ist schade, das ist schade. Na gut. Okay, ja. Ich muss jetzt, glaube ich, sogar hoffen, dass da kein... Oh, dann wäre es Frustdampfer jetzt gerade gewesen, ne? Stampfer Mondgewalt. Ja. Warum kriege ich denn jetzt hier schon wieder so eine Verbrennung? Süßer Schaden. Es wäre Schutzschild gewesen auf Flutterhaar. Aber ich glaube, das hätte einfach nur alles meine Runde verzögert. Ja. Vielleicht wache ich. Na gut. Ja, Sonnen, ja, Drizella, Gürtel ist anstrengend. Tschüss, Gorpom. Einzige, wie ich das jetzt hier noch gewinnen kann, ist, dass halt jetzt hier Schlafbruder nicht trifft und Hitzewelle nicht trifft. Aber ich bin halt Walband. Ich muss... Da muss ich, glaube ich, eher darauf hoffen, dass Drizella einfach plötzlich nicht mehr erzielen kann. Äh.
Bloß Finstertreffer muss hier reichen. Und der hat jetzt wahrscheinlich wieder seinen Fokuscode aktiv. Ja, gut. Schade, schade, schade. Machst du nichts. Ich glaube, Hitzewelle schallert mich ein. Ich war sogar schneller. Okay, krass. Jetzt müsstest du, ne? Jetzt verfehlst du deine Attacken. Komm schon. Ich bleib dabei. Wach auf. Aber ich glaube, selbst Energieball macht schon guten Schaden. Hä? Ich sag, macht 40%. Am Gegenteiltag. Ich Wichser. Okay. Das waren schöne 40%. Ja, das war eine Klatsche. Der erste Zug war cool, danach nicht mehr. Machst du nichts. So, okay, das sieht mir nach einem Rückenwind-Team aus. Sprich, wir könnten das hier bringen. Ich sag, Servul ist nur so alibimäßig dabei. Du bist gar nicht so verkehrt. Und du auch nicht. Jo. Ja. Das können wir so laden. Zack, zack. Zack, okay. Kriege ich jetzt Pflanzensäulen und Wassersäulen raus? Das wäre echt Träumchen so, ne? Das wäre echt cool. Dann drückt der Rückenwind. Ich so, nein, hier initial. Okay. Ach, warum denn der? Aber warte mal. Was für ein Typ hat. Warte, ich habe doch hier noch die Grafik irgendwo. Da. Ich werde jetzt Wassersäulen und Pflanzensäulen einsetzen. Das ist die falsche Grafik. Wo ist denn das hier mit den Typen? Da. Die Pflanze, schade. Das ist sehr schade. aber ich krieg die ja raus. Nee, krieg ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier Terran möchte. Ich riskier's mal und sag nein. Oh. Was passiert hier? Ein Sumpf entsteht. Greift er mit beiden an? Eis schon, okay. Und Hitzewelle? Danke für den Volltreffer. Okay. Lebe ich nicht mit Gortrom, aber das ist fein. Weil es ein Volltreffer war. Der Eichhorn war ein Volltreffer und jetzt die Hitzewelle war ein Volltreffer. Fürs Protokoll. Terraflug wäre hier echt banger. Ich glaube, das will ich auch machen. Aber was machen wir mit dir? Ob Wassersäulen, Terra-Ausbruch und auch hier rein. Oh, okay.
Pflanze? Was denn für Terra Elektro? Reicht es? Bin ich immer noch schneller? Ja. Okay, das reicht nicht. Krass, ich bin immer noch schneller, Mann, wegen dem Sumpf. Ich bin immer noch schneller, obwohl ich 80 Eissturm abbekommen habe. Bloß mein Gegner gerade Rückenwind gesettet hat. Wild. Wild, 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 wild. Er sieht zwar immer noch nicht so ganz so gut aus, aber wild. Okay. Eisen. Oh, der im Rückenwind ist dann schwer eine andere Geschichte. Oh. Der hat aber... Oh. Eissturm. Boah, Donner Okan. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Triff, triff dein Eissturm, Junge. Triff dein Eissturm. Triff dein Eissturm. Triff dein Eissturm, Junge. Triff dein Eissturm. Quajutsu, du hast einen Job, Quajutsu. Quajutsu, Quajutsu, Quajutsu. Er ist schneller, okay. Das dann ist hier an der Stelle, das war dann zu viel. Rückenwind plus Eissturm plus Eisenbündel, okay. Da hat er die 75%. Quajutsu, 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 Quajutsu. Ja. Okay. Ah, Sumpf ist verschwunden. Oh, Sumpf. Oh, dass der Sumpf verschwunden ist, gefällt mir nicht. Oh. Oh nein, der ist auch. Ja, wir haben verloren. Ja, Rückenwind plus dieser Nahkampf. Oh, warum der? Der Rückenwind ist zu viel. Ich bin ja auch schon auf minus 2. Und er drückt einfach Nahkampf und ich sterbe. Ja, schade. Vielleicht hat er keinen Nahkampf. Ja, ich bin so schlecht. No, es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Aber oh, eine Runde Sumpf hat mir noch gefehlt. Eine Runde Sumpf. Das war übertrieben viel Schaden. Das war übertrieben viel Schaden. Nein, eine Runde fehlt mir schon wieder. Dann geht er auf Nahkampf und ich kann nichts machen. Oh. Die Niederlage ist ärgerlich. Die ist ärgerlich. Dieser eine Turn hat's gerissen, so, ne? Wo er mit Juju Terra Elektro gemacht hat. Da hat mir halt ein ganzer Zug gefehlt, quasi, ne? Oh. Ah, und dass ich dann tatsächlich nicht schneller war als Eisenbündel. Ja, okay.
ist ärgerlich, aber okay. Weiter geht's, machst du nichts. So, okay. Wieder Rückenwind, das heißt, ich stehe wieder mit den beiden. Du bist auf jeden Fall wieder eine feine Sache. Ja, Azumarill hätten wir per se den. Ja, Glurak ist es hier näher nicht so. Es ist ja, es ist Lataha oder Voltolos. Ich glaube, Flatterhaar nehme ich dann doch eher mit. Terrafee schallert auch sehr, 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 sehr gut rein. Genau. Okay. Oh, Shiny Warblue, Feini. Mit was leadet er? Wahrscheinlich Boreos plus... Ach, schon wieder die beiden. Ach, nö. Ja, wir machen nochmal das gleiche. Vielleicht drückt er irgendwo Schutzschild. Vielleicht mit Juju. Er muss ja per se Angst vor Mogelhieb haben, ne? Was der letzte Gegner auch nicht hatte. Boah, ich traure dem Match echt hinterher. Weil dieser eine Zug, Alter, wo ich trotzdem schneller als alles war. Und dann kam Eisenbündel. Mann. Da kommt auf jeden Fall eine Terra Geist. Pflanze, okay. Okay. Da kommt der Rückenwind. Boah, eine Hitzewelle sollte ich doch leben, oder? Oh, was? Wen verfehlt er? Quajutsu? Okay. Kombi-Attacke! Okay. Ein Sumpf tut sich auf. Mensch, wie schade. Dann drücke ich jetzt Eissturm. Hier habe ich ja doppelte Stärke. Also ich meine, ich habe doppelte Stärke. Wobei Gortum hat es eingesetzt, ne? Ah, vielleicht dann nicht. Ja. Ja, komm, Holzer meint der. Eine Masse, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist schneller? Ach so. Okay, ich dachte gerade, ich verfehle irgendwas. Ich glaube, jetzt bin auf jeden Fall wieder ich schneller. Trotz Grimasse und eher Rückenwind. Oder? Eine Beere. Boah. Ah, okay, leider nicht. Das war dann zu viel, ne? Der hat's aber auch mit den Volltreffern. Okay, Rückenwind plus Grimasse ist dann zu viel. Mann, aber auf was für Gegner treffen wir denn? Jetzt mal ehrlich. Rückenwind plus Grimasse. Wer spielt das denn? Ich habe noch nicht geterrat. Und ich kann... Eisturm findest... Wow. Und er kann mich... Okay, wir müssen es versuchen. Also ich muss eigentlich noch gar nicht terran. Mach ich auch noch nicht.
Weil Eisturm sollte Boreos killen. Und Finstertreffer erledigt dann Juju. Muss halt Eisturm treffen. Wer ist das denn? Dann wäre es vielleicht doch Terra und nicht gewesen, bin ich ehrlich. Reicht jetzt hier Terra und nicht Finstertreff? Ah, ich habe Angst vor Mogelhieb. Wobei ich kann, ich habe einen Flatterer dabei. Sein eigenes Flatterer. Noch eine Runde Sumpf ist halt auch eher bescheiden. Ja, Mulhi plus Zauberschein. Ist halt doof. Ich glaube, ich muss es so machen. Ich muss jetzt hoffen, dass er Mogelhieb auf Wolauso einsetzt. Der muss er doch eigentlich. Außer er weiß nicht, wie Sumpf funktioniert. Ja. Bitte, Quajutsu. Nein, er ist nicht schneller. Ah. Er ist nicht schneller. Okay. Er ist nicht schneller. Baller ich Flatterhaar mit einem Tiefschlag weg. Die meisten, ja. Die meisten, ja. Den will ich hier terran. Ich glaube, Terra Tiefschlag und hier hoffen, dass die Mondgewalt den einfach wegschallert. Ich kenne halt den Split nicht, ne? Was ist denn, wenn er so mein Split fährt? Mein, oh, guck mal. Mein Split zum Beispiel hätte er gelebt. Ja, ich glaube gut, dass wir Terra um nicht gegangen sind. Ja, tot. Der ist so tot. Ja. Komm, Mondgewalt. Komm. Da. Nice. Nice. Okay. Stimmt, der ist ja Terra, ja. Das schallert den 8-mal weg. Nice, 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 nice. Cool, 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 cool. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, meine Damen und Herren. Dass wir wieder die Kurve bekommen haben. Oh. Bam. Schön in den Magen. Oh, okay, 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 okay. Spannende Angelegenheiten hier. Hm. Was haben wir hier auf Heraschei, Alter?
Wait, wir können ihn boxen. Ja, du bist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde sogar wieder einfach frech die beiden sagen. Der muss auf jeden Fall mit, weil er mit Terra Unlicht ihn einfach wegschallert. Und Flatterhaar. Oder der. Hey, Glurak ist es auf gar keinen Fall. Das ist schon Flatterhaar oder Voltolos. Ich muss den Terran, damit ich ja Vulauzu wegbekomme. Das heißt, ich kann den nicht Terran. Das heißt, Flatterhaar. Ja, plus Turbo-Tempo, ne? Immunität. Auch vielleicht ganz cool. Gegen Hisui Akani. Ja. Okay. Da kommt Akani und Thunderlustig. Das ist okay. Es wird eine. Warum wird es keine Wasserattacke, Mann? Ey, dass es eine Pflanzenattacke wird? Also Wasser sollen und Pflanzen sollen, ist so kacke. Ja. Trotzdem schade Bedingung, denke ich. Ja. Gegner überlegt. Ja. Er Terra kristallisiert. Okay, das gefällt mir, glaube ich. Der Terra Wasser. Wenn du jetzt Terra Wasser wirst. Ah, schade. Aber jetzt ist Pflanze zumindest. Wobei war es ja vorher auch neutral, ne? Ja. Okay. Ja, okay. Quaizu bekommt es durch. Mit Gortrom. Wie viel macht es? Es war ein Volltreffer. Das ist der ist Offensivfeste, glaube ich. Das war ein Volltreffer. Eine 150er neutrale Attacke. Onaukan. Okay. Unlucky. Wir haben gar keinen Bedroher gesehen, ne? Wir sehen hier einen Terra aus. Wo? Oh. In Quaizu. Na gut. Warte mal, Terra Fee ist ja richtig beschissen. Den kann ich jetzt gar nicht mit Gortrom sage ich schon. Mit dem hier wegknallen. Und wenn er Offensivbest ist, habe ich ja einen Gigapro. Wow. Hisui Akani. Terra Fee. Huh. Okay. Er sollte trotzdem reichen, tatsächlich. Und ich bin der Meinung, dass er die Offensivweste trägt. Terra Unlicht. Insta-Treffer. 73-86%. Das sollte hinkommen. Er hat Donnerorkan. Puh, Bruder. Frisst einfach den Holzhammer. Ich meine, der kann uns nicht Donnerwellen auf Vulauzu, weil wir einen Unlichttypen haben und wir dementsprechend immun gegen Sträuch sind. Ja. Plus, wir haben den Sumpf rausbekommen. Es ist halt die Frage, wie viel Bulk der spielt. Ne? Wenn er plötzlich so ein Full KP Hisui Akani ist, dann könnte der das leben. Ah, okay. Schadentest. Geile Sache. Problem ist, Donnerorkan. Da darf keine Para kommen, bin ich ehrlich.
Da darf jetzt keine Para kommen. Warum rede ich überhaupt? Das Gute ist, wir waren mit Gortrom gerade trotzdem schneller. Ja, der muss weg. Okay. Schallert es hier nicht einfach weg? Ja, wäre ich mal. Wobei, ich sage, es ist in Ordnung. Weil ich habe keine Lust auf Rückstoß. Du kannst doch mal deinen Donnerorkan missen. Also hätte ich auch nichts dagegen. Oder trägst du die Großlinse? Wenn du die Großlinse trägst, mache ich kein Auge. Aber das ist dreimal hintereinander. Alles. Oh. Wenn es da trifft, du musst halt durchkommen. Ich glaube, es liegt jetzt alles nur daran, ob du jetzt durchkommst, Wulauso, oder nicht. Du geile Sau! Weg mit dem! Boom, Junge! In die Magengrube! Ja! Ja! Ja, Junge! Disconnect! Ja! Disconnecte dich weg, Mann! Can't hear you! Boom! Geiles Team! Kriegt meine Unterschrift! Hahaha! Geil, Alter!